Kapitel 66. Die Zeit verging. In der freien Welt gingen die Monate ins Land. Das Leben ging weiter, irgendwie gleich wie zuvor und gleichzeitig doch ganz anders. Aurora war bereits am Tage ihres Verlustes wieder in Kiratown gewesen, aufgrund meiner Hilfe in den letzten Momenten. Und so sehr es alles auch schmerzte, trotz allem war sich Aurora ihrer Pflicht bewusst. Als sie sich so am See wiederfand, kehrte sie sofort zurück zum Ligaturm, wo sie Elementara finden musste. Sie müsste erfahren, was alles vorgefallen war. Immerhin hatte sich nicht nur Mashadow für diesen Sieg geopfert, nicht nur Kel, sondern auch ihr treuer Begleiter Darkrai. Zudem, so sehr der Hass auch immer noch in ihr wallte, sie wollte Epsilon sehen. Weniger aus Mitleid als aus schlichter Neugier. Und auch das verbleibende Team Polana Watra müsste Bescheid wissen. Das Team hatte Freunde und Kämpfer verloren, doch bereits in der Sternarena hatte sich die Plotkriegerin geschworen. Sie würde die Gruppe nicht aufgeben. Für Kel. Irgendwo war Aurora natürlich auch daran interessiert, ob sie Hagel wahrlich vorfinden könnte. Aber sie fühlte sich einfach nicht, als gäbe es wahrlich eine Chance. Nach ihrer Wiederankunft wurde sie am Ligaturm freudig begrüßt, doch Elementara bemerkte schnell, wie niedergeschlagen das Venona wirkte. Und nur kurz darauf stimmte sie selber in die Trauer ein, nur mit dem Wissen ihres eigenen Verlustes. 3 Monate waren seit diesem Tag vergangen. Nun, bei diesem Sonnenuntergang, saß Aurora am Cliff, an welchem Amagaga sie einst verraten hatte. Team Polana Watra bestand noch, doch ohne Kel und Mashadow hatte es seine Höhen der ersten Königsliga-Saison nie wiederholen können. Rang 14 in der ersten Saison seitdem, Rang 22 in der zweiten und gerade wenige Tage zuvor endete die mit Abstand schwächste Saison des Teams auf Rang 47. Immer noch hatte Aurora ihre Teampartner und einige Freunde und doch fühlte sie sich einsam. Seit jenem Tag hatte sie sich vorgenommen, ihr Leben zu leben. Sie wollte tun, was Kel sich von ihr gewünscht hatte und sie war vorangeschritten. Die Geschichte der Erlösung hatte sich inzwischen verbreitet und hatte ihren Ruhm noch weiter vermehrt, der durch den Sturz Epsilons bereits angewachsen war. Schritte ertönten hinter Aurora, Schritte eines Teampartners. Ihr Verhältnis zu Monagoras und Seraora hatte sich seit dem Verlust ihrer Nächsten nicht wirklich verändert. Sie waren Teampartner und Freunde, aber nicht wirklich eng. Trotzdem war es Seraora, der sich nun zu ihr gesellte. Ohne überhaupt nachzufragen, setzte er sich neben die Plotkriegerin, den Blick in den Sonnenuntergang gerichtet. Du denkst wieder an ihn, nicht? Auch wenn sie eigentlich nie darüber redeten, wusste doch jeder in Auroras Umfeld, was wirklich mit ihr los war. Warum fragst du mich überhaupt? Du kennst die Antwort doch. Früher habe ich so viele Träume gehabt. Ich wollte in der Königsliga kämpfen. Ich wollte eine Heldin werden. Bekannt überall auf der Welt. Epsilon wollte ich bezwingen, den wahren Frieden bringen. Und so irrsinnig all diese Träume waren, ich habe sie erfüllen können. Und jetzt sehe ich, warum Leute sagen, pass auf, was du dir wünschst. Weil man auf der Reise zu solchen riesigen Zielen erst lernt, was wirklich wichtig ist. Und jetzt habe ich meine ganzen damaligen Träume erfüllt und der einzige Traum, der mir am Ende blieb, verloren. Für einen Moment überlegte Seraora, ob er das Thema überhaupt weiter bereden sollte, da er wusste, dass Aurora durchaus empfindlich war, wenn es darum ging. Meistens entschied er sich dagegen. Doch an diesem Tag hatte er auch davon genug. Aurora, wir wissen inzwischen wirklich, wie du dich fühlst. Und ich sag definitiv nicht, dass du nicht traurig sein darfst, aber letztlich war es Schicksal. Du hättest doch ohnehin nichts daran ändern können und wenn du mich fragst, dann sollte das nochmal zeigen, dass du keine Fehler gemacht hast, die dich herunterziehen könnten, so wie dieser Frust. Vielleicht hättest du recht, wenn ich nicht auch noch selber schuld daran wäre. Irrational wie die Aussage ihm auch schien, zügelte sich Seraora, um ruhig zu bleiben. Ich war nicht dabei, aber wir kennen die Geschichte aus dem Verstand der Welt, Aurora. Und du hättest nichts an seinem Verschwinden ändern können, egal was du getan hättest. Die Plotkriegerin wirkte von diesen Worten nur genervt. Das will ich auch nie behaupten, aber ich hätte so viel mehr tun sollen, wenn ich ihm nur gesagt hätte, was ich wirklich dachte, dann
Erst nun verstand Seraora wirklich, woher all diese Trauer kam. Nicht daher, dass Kell diese Welt verlassen musste, sondern daher, dass er es tat, ohne je Auroras Gefühle von ihr erfahren zu haben. Doch trotzdem versuchte er, ihre Schuldgefühle zu schwichtigen. Ja, das ist schlimm, aber andererseits ist es auch verständlich, dass du es nicht konntest. Es ist schwer, jemandem seine Gefühle zu sagen, wenn man nicht weiß, ob sie erwidert werden würden. Und wieder einmal hatte sich der Kämpfer einen völligen Fehltritt geleistet. Aber ich wusste es. Er hat es mir doch gesagt am Tag, bevor du uns beigetreten bist. Oh, aber wenn du damals noch nicht dasselbe gefühlt hast, dann kannst du ja dafür doch nicht die Schuld geben. Seraora war immer noch derselbe wie vor vielen Monaten. Und auch hatte sich nicht geändert, dass er nicht wusste, wann es besser wäre, nicht weiter zu reden. Du hast keine Ahnung, was passiert ist, verdammt. Es war nicht so, ich hab mich einfach nicht getraut, weil ich dachte, wenn ihm oder mir was passiert, dann wäre es einfacher für uns. Es hat super funktioniert, ich weiß. An diesem Punkt hatte selbst der sonst so redselige Seraora nicht mehr wirklich etwas zu sagen. Das ist natürlich kacke. Gereizt blaffte Aurora ihn an. Ach, was du nicht sagst? Bist du da eigentlich fertig? Oder willst du mir noch weiter helfen? Er kann auch nichts dafür. Ein weiteres Pokémon schritt zur Klippe, den Kopf erhoben und den Blick abwertend nach unten gerichtet. Zwar hatten die letzten Monate zumindest bewirken können, dass die Plotkirin keinen innigsten Hass mehr gegenüber ihrer Mutter verspürte. Aber von Neutralität war es trotzdem noch sehr weit entfernt. Und Seraora wusste das. Geh lieber, ich bin mir recht sicher, dass Aurora dich gerade hier nicht wirklich braucht. Auch das Band zwischen den ehemaligen Teampartnern Team Slash war offensichtlich stark geschädigt von allem, was geschehen war. Vielleicht brauchst du genau Worte von einem Pokémon wie mir, weil sie weiß, dass ich nicht aus Mitleid, sondern mit Verstand rede. Erst wollte Seraora widersprechen, doch als er noch einmal bedachte, wie nutzlos seine Versuche gewesen waren, wenn nicht sogar kontraproduktiv, entschied er sich, dass er wohl nicht das Recht hatte, weiter zu urteilen und überließ Epsilon seinen Platz. Wovon Aurora nicht begeistert wirkte. Geh, ich will dich nicht sehen. Dann guck woanders hin und hör mir zu. Genervt wandte sich Aurora ab. Nicht um der Ansage zu folgen, sondern schlicht für emotionale Distanz. Seraora beobachtete die Ereignisse immer noch aus der Distanz, als Epsilon weitersprach und ihre Stimme einen sanften Ton annahm, den er seit ihrer Offenbarung nicht mehr gehört hatte. Bitte, Aurora, ich will nur, dass du mir eine Frage beantwortest. Keine Reaktion folgte. Glaubst du eigentlich, dass Kell völlig dämlich war? Ruhig wich Epsilon zurück. Einem Krallenhieb entging sie damit knapp. Beeindruckt wirkte sie jedoch nicht. Willst du mich jetzt noch verarschen? Geh! Jetzt! Ich gehe nicht ohne eine Antwort! Die Plotkriegerin schwankte zwischen den Möglichkeiten. Jedoch entschied sie sich, dass es kein Kampf wert wäre. Natürlich nicht, was denkst du denn? Zufrieden mit dieser Antwort erhob sich Epsilon wieder. Siehst du, wo ist denn dann das Problem? Verwirrt blickte das Winona ihre Mutter an. Frag jeden, den du willst. Monagoras, Seraora, Elementara, Latias, meinetwegen Olanga. Vielleicht hast du deine Gedanken ihm gegenüber nie ausgesprochen. Aber bemerkt hat es jeder. Ihr wart meine Feinde, aber selbst unter der Maske habe ich mehr als genug sehen können. Und glaub mir, mit dem Ding sieht man nicht sonderlich viel. Was willst du mir damit sagen? Es ist simpel. Kay wusste ohnehin Bescheid. Nur weil du ihm deine Liebe nie gestehen konntest, hat er die Welt nicht verlassen, ohne Bescheid zu wissen. So sehr Aurora auch daran zweifeln wollte, sie entdeckte Wahrheit in diesen Worten. Und das daraus folgende Bewusstsein schaffte es, ihre rasenden Gedanken zumindest etwas zu beruhigen. Außerdem hat er jedoch gerade versprochen, niemals wirklich fort zu sein. Bestimmt ist er gerade auch hier und hört uns zu. Eine neue Stimme ertönte. Eine Stimme, die auch Epsilon erkannte, ohne sich umwenden zu müssen. Ach, du möchtest auch noch zu uns stoßen, Hagel? Dann komm rüber, vielleicht kannst du Aurora ja noch ein bisschen beruhigen. Oder nicht, was weiß ich. Ein zweites Eis, Vulnona. Ein wenig größer als Aurora und noch mit voller Mähne, anders als Aurora nach dem letzten Duell gegen Epsilon.
näherte sich den beiden Sprechenden. Nach der Befreiung der Welt hatte die Plotkriegerin ehrlich gesagt nicht erwartet, dass ihr verstorbener Vater wahrlich wiederkehren würde und die Hoffnung nach einigen Tagen auch aufgegeben. Bis zum Ende der ersten Saison seit der Begegnung mit mir, denn wahrlich war Hagel zurückgekehrt. Nur halt dort, wo er einst gestorben war. So musste er erst einmal seinen Weg finden, über Meer und Land, bis er seine Familie finden könnte. Zwar war die damalige Wiedervereinigung eine wundervolle Überraschung für Aurora, doch auch war es eine eigenartige Lage. Die Familie konnte zueinander nicht mehr stehen wie eine wirkliche Familie. Hagel hatte verpasst, wie seine Tochter von einem jungen Vulpix zu einer erwachsenen Kriegerin wurde. Er hatte die gesamte Reise verpasst, ein Abenteuer, das alles veränderte. Und auch als Aurora ihren Vater so wieder traf, sie wusste nicht, was genau Epsilon vorhatte im Angesicht ihres ehemaligen Partners. Doch sie wusste, dass sie nicht zulassen würde, dass Hagel die Wahrheit nicht erfuhr, so sehr sie auch schmerzen würde. Und genau das tat sie auch. Für Wochen war die Lage in der nun beinahe vollständigen Familie sehr angespannt. Auch da sich zeigte, wie sehr sich Epsilon im Verlaufe des Krieges verändert hatte. Sie selber hatte zu ihrem früheren Partner gesagt: Nach all den Jahren der Schmerzen und allem, was ich getan habe, denkst du wirklich, ich wäre immer noch dasselbe Pokémon, das du einst liebtest? Und genau dies war auch, was die weitergehende Beziehung der beiden prägen sollte. Bereits in diesen rund 2 Monaten zeigte sich, dass die Dinge für beide von Auroras Eltern nie wieder sein würden wie früher. Doch trotz all der negativen Gedanken, die blieben, irgendwo freute es die Plotkriegerin doch, dass die Tendenz zeigte, dass die beiden zumindest wieder Freunde werden könnten. Zumindest ein kleines bisschen, so wenig es auch nur war, hatte sie so das Gefühl, tatsächlich wieder eine Familie zu haben. Und trotzdem, auch mit den beiden nun hier, der Verlust blieb spürbar. Kell und Marshadow waren beide weg. Und die beiden waren es nun einmal nach dem großen Abenteuer, die Aurora am nächsten gestanden hatten. All die Gedanken und Zweifel wurden jedoch wieder einmal unterbrochen, als ein weiteres Pokémon auf die Lichtung trat. Wieder einmal ein bekanntes Pokémon, offensichtlich gezielt auf der Suche. Latias. Aurora, Seraora, könnt ihr bitte kommen? Elementare hat mich geschickt, sie braucht euch für irgendetwas. Wieder etwas fokussierter wandte sich Team Polana Vatras Leiterin an die Überbringerin der Nachricht. Trotz allem war sie entschlossen, ihr Team als Leiterin gebührend zu vertreten. Worum geht es? Und ist Monagoras auch beteiligt? Wenn ich wüsste, warum Elementare euch braucht, dann würde ich es euch sagen. Sie sagte mir aber bloß, ich solle euch rufen. Monagoras habe ich direkt in seinen Räumen gefunden, er wartet bereits. Schnell warf Aurora einen Blick auf ihren Teampartner, welcher sich nach seinen gescheiterten Versuchen der Aufmunterung nun wieder genähert hatte, bevor sie nickte. Na gut, dann komm. Seraora, wir hören uns an, was sie möchte. Epsilon Hagel, wenn ihr noch reden wollt, wir treffen uns später. Und so brachen die Reste eines einst glorreichen Teams auf. Zu einem Treffen von größter Bedeutung.